Lufthansa bekommt 30.000 neue Sitze in 100 Flugzeuge. Germanwings-Piloten unterschreiben bei einer Personalfirma. Damit ist Germanwings quasi abgewickelt. Lufthansa hat auch einen heißen Tarifsommer vor sich. Des Weiteren ein Thema, was ich heute in den Fokus setzen möchte, ist: Lufthansa-Tickets werden immer teurer, aber kaum Leistung. So sind die Aussagen in Foren oder wenn man Vielfliegern trauen darf. Lufthansa A380-Entscheidung im Juli. Des Weiteren gibt es 10-fach Meilen für Lieblingsweine in der Schweiz bei Coop und diese und Lufthansa Business Class Flug nach, ja, wohin überhaupt? Erfahrt ihr später. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Auch in der heutigen Folge denkt daran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und natürlich ganz, ganz wichtig, zu kommentieren, aber auch ein Like dazulassen. Lasst uns direkt in die Themen einsteigen. Das erste Thema: 30.000 neue Sitze. Klingt viel, ist viel, wenn man das durch 100 Flugzeuge teilt, sind das 300 Sitze. Wir hatten ja erwartet als Vielflieger, und so hat es Lufthansa ja auch versprochen gehabt, wenn die 777X kommt, dann gibt es eine neue Business Class. Dafür gab es ja 5 Sterne von Skytrax. Auch hier wieder der Hinweis an die gepflegte Vielfliegerschaft: Lufthansa hatte nie 5 Sterne, weil der Business Class nie gekommen ist. Also insofern, diese Ankündigung ist ja schon viele, viele Jahre alt. Und jetzt wollen wir einfach mal schauen, was passiert mit den Neuauslieferungen. Im A350 sowie in den ersten 787 Dreamlinern, die für Lufthansa hergestellt werden, also wirklich nicht die, die man als Whitetail gekauft hat, da gibt es eine neue Business Class, neue Premium Economy, aber auch Economy Class. Die Sitze sind identisch mit denen von der Swiss. Ihr erinnert euch mit der durchgängigen Front, dass man nicht mehr durchgucken kann und so weiter. Also insofern kommt so etwas. Auch die First Class Passagiere dürfen gespannt bleiben. Warum? Ganz einfach, weil in die 350er kommt eine Reihe von First-Class-Sitzen, werden wohl 4 Stück sein, die die Luxusklasse selbst schlechthin sein sollen. Bin mal gespannt, welche Flugzeuge umgerüstet werden. Die 747-8er sollen das Ganze ja auch neu ausgerichtet werden, also das heißt ein Retrofit bekommen. Und das sind dann 100 Flugzeuge, ne? Also das ist ja nicht schlecht bei den Bestandsflugzeugen, 30.000 Sitze. Ich finde das spannend. Was denkt ihr? Sagt ihr, der neue Sitz ist überfällig? Oder es kann ja auch einfach nicht sein, dass man bei Philippine Airlines Flugzeuge nimmt, die, ja, die gebraucht sind, aber die Sitze sind besser als die bei Lufthansa. Also insofern bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Germanwings ist ja aufgelöst worden oder in der Auflösung, und mehr als die Hälfte der Piloten und Pilotinnen haben laut einer internen Mitteilung am Freitag einen neuen Arbeitsvertrag mit der Lufthansa Personalfirma unterschrieben. Man kann das bis Juli noch machen. Die Lufthansa hat ja auch die Germanwings aus den Registern abgemeldet. Ab Ende Juni stellt die Airline den kommerziellen Flugbetrieb formell ein. Der letzte echte Passagierflug liegt inzwischen mehr als 2 Jahre in der Vergangenheit. Glaube ich, am 24. März 2020 war Germanwings als EW1979 für Eurowings auf der Linie Hamburg-München unterwegs. Also insofern war das ein trauriges Kapitel. Aber im Mai hatte man die Kündigung ausgesprochen. Zugleich hatte Lufthansa den Crews im PPV einen Wechsel in eine Auffanggesellschaft angeboten. In der Cockpit-Personal GmbH sollen im Wesentlichen Germanwings-Bedingungen gelten. Aber ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass am 15. Juni 133 Germanwings-Pilotinnen und Piloten ihre Arbeitsverträge bei der Cockpit-Personal GmbH unterschrieben hat. Und das hat Lufthansa intern mitgeteilt. Damit haben bereits 55% der betroffenen Piloten und Pilotinnen die Anstellung in der Lufthansa Eigenpersonalgeschäftsleitung, Personengesellschaft, so Geschäftsleitung, ist mir egal, ne? Angenommen. Konzern rechnet mal mit weiteren Arbeitsverträgen und die Lufthansa verweist intern auf 175 Anmeldungen für Unterschriftstage. Die Phase der Unsicherheit und der Ungewissheit könne damit beendet werden, sagt der Geschäftsführer der neuen Zwischengesellschaft, Dr. Fabian Schmidt. Bis zum 15. Juli kann man halt sich noch bei der neuen Firma anmelden, und für die Piloten und Piloten soll das halt eine zukunfts
fähige Lösung sein. Zum einen die Beschäftigung weiter ermöglicht, aber auch eine Überbrückungsmöglichkeit darstellt, bis gemäß Tarifvertrag ein Wechsel zur Lufthansa möglich wird. Ja, ganz genau. Aber das Thema ist auch ein Riesenthema. Warum? Ganz einfach. Weil Lufthansa über den Cockpit Personal GmbH unter anderem einen Cityline-Nachbau berät, dann wird der Anfang 2023 in Frankfurt, München an den Start geht. Die Firma ist ja gegründet worden. Ich hatte das ja schon berichtet. Und da gibt es halt so ein bisschen Heulerei. Warum? Ganz einfach, weil es damit im Konzern natürlich wesentlich mehr Wettbewerb gibt, nachdem man die Cityline nachbaut. Für uns als Vielflieger, Vielfliegerinnen ist das natürlich ein Riesenproblem, wenn es einen heißen Tarifsommer gibt. Lufthansa hat ja schon einen Tarifstreit vom Zaun gebrochen, wenn man es jetzt etwas kokett formulieren will, in der Kerngesellschaft. Warum? Weil man halt den PPV, und das ist die Perspektivvereinbarung, die hatte man ja Ende 2021 gekündigt. Und damit hat man gesagt, dass die Piloten 325 Flugzeuge in den Kerngesellschaften als Flottenminimum garantieren. Und diese Garantie ist einfach obsolet. Und die Piloten sehen das natürlich nicht gerne, weil damit ja auch natürlich innerhalb vom Konzern Flugzeuge verschoben werden können. Zu dieser Cityline 2 eventuell auch. Also insofern wird es da vielleicht aber auch Streiks geben. Ich weiß es nicht. Das ist etwas, was in meinen Augen relativ spannend ist. Jetzt suche ich doch gerade einen neuen Beitrag. Und zwar, ich blende ihn den euch auch gleich ein. Und zwar ist das so, dass wir beim Vielflieger Stammtisch zum Beispiel auf Facebook heute einen Post hatten von Stefan. Ich werde ihn einfach mal kopieren gleich. Und zwar hat er geschrieben, Lufthansa Check-in First Call, Business Class and Economy an einem normalen Sonntag in der Halle A Frankfurt komplett überlastet. So wenigstens ist der recht flotte und freundliche Security-Check entlastet, es kommt ja keiner hin. LHR Express, RL-Termin weit und breit nur eine Person zu sehen, die verzweifelt zu unterstützen versucht. Also solche Meldungen häufen sich immer mehr und da muss man halt wirklich sich das Ganze angucken. Auch Zeitungen, Spiegel, ich hatte auch davon berichtet, haben immer wieder gesagt, dass natürlich dumme Versprechen da sind, aber keine Leistung. Und gestrichene Leistung, überlastete Hotlines, Servicewüste, Essen schlecht, das sind so die Themen. Lass uns doch einfach mal da durchgehen. Mehr Platz, aber auch besseren Service möchte man als Lufthansa-Kunde haben, wenn man natürlich ein Ticket in der Business oder in der First Class bucht. Aber immer mehr Kunden sagen bei der Lufthansa, dass diese Premium-Tarife enttäuschend sind. Es gibt anstatt Shampoos gibt es Sekt, ja, das ist schon seit langem so, so ist das halt. Und Marmelade von der Aprikose ist es anstatt Nutella. Aber auch das Frühstückscroissant und der Fruchtjoghurt sind irgendwie gefroren und auch nicht so die Qualität, die man sucht. So sieht man das Ganze bei den Besitzern von Business Class oder von First Class Tickets. Aber auch die Economy Class Kunden sind nicht mehr happy. Sie sagen, das ist nicht mehr Lufthansa würdig und beschweren sich über den mangelnden Service. Gehen wir mal aufs Essen einfach ein. Natürlich in Economy gibt es kein Essen, davon ganz abgesehen. Man sieht einfach, dass das Essen einfach, ja, vielleicht lieblos ist, ich weiß es nicht. Ich persönlich fliege ja nicht, um zu essen. Wie ist es bei euch? Gehört für euch das Essen immer wieder dazu, dass ihr sagt, hey, aber ich glaube doch kulinarisch gesehen, ich habe noch nie im Flugzeug ein Steak gegessen, wo ich gesagt habe, vergleichbar mit Flugzeugsteaks gibt es natürlich welche gut, aber am Boden habe ich doch wesentlich bessere Steaks. Und wenn man auch guckt bei Twitter, was ist los mit der Lufthansa, wenn man denkt, die Flüge viel mehr kosten als andere Unternehmen, erwartet man zumindest guten Service, pünktliche Flüge und genügend Essen für den ganzen Flug, aber wir bekommen so kleine Portionen, die die Menschen verhungern lassen. Ja, das ist bei Tasting Heimat oft, was ich höre. Ich selber habe es bei Tasting Heimat nicht wirklich so gehabt, dass ich da verhungert wäre. Auch in der First Class bin ich noch nie verhungert. Ich selber bin ja jetzt nicht unbedingt vollschlank. Wir haben ja gestern in der Folge auch gehört, ich habe schwere Knochen. Also insofern ist das jetzt nichts, wo ich sage, dass es ein Riesenproblem ist. Natürlich kann man jetzt auch sagen, dass man natürlich, wenn man in der Premium Economy, Entschuldigung, in der Economy Premium-Preise nimmt und jetzt Economy Light einführt und da dann sagt, dass man für die Sitzplatzreservierung ab 25 Euro zahlen muss, ab 21. Juni, das ist ja bald, ne? Das ist ja quasi übermorgen. Hey, schnell wie die Zeit vergeht. Kann ich auch verstehen und ich verstehe auch, dass man bei Lufthansa sagt, hey,
Freunde der gepflegten Vielfliegerkunst. Die Tickets sind ja nicht billiger geworden. Wenn das Ticket ja um 25 Euro billiger geworden wäre, hätte ich das ja noch nachvollziehen können. Das nächste Problem ist natürlich für viele Kunden, wenn man in den Callcenter-Genuss kommt. Das heißt also, wenn man an einigen Flughäfen da irgendwelche Probleme hat, mal Läschen hat, muss man am Callcenter anrufen und da ist natürlich dann ein Riesenproblem. Warum? Ganz einfach, dass man nach mehreren Stunden, eine Stunde, 50 Minuten schreibt einer in der Warteschlange in die Hotline, einfach aufzulegen, ohne mein Problem zu lösen. Dann eine Stunde Warteschleife beim Gepäckservice, keine Antwort. Senatorservice nicht erreichbar, dumme Versprechung, aber keine Leistung. Telefone sind überlastet, weil offensichtlich das nicht funktioniert. Ja, ich selber rufe ja für unsere Kunden öfters an, sowohl bei der Senator als auch bei der Horn Circle Hotline. Ich kann das ehrlicherweise nicht nachvollziehen. Ich habe da jetzt nicht so lange Wartezeiten, aber ihr könnt ja einfach mal unten schreiben, was ihr habt. Natürlich ist mir auch schon passiert, selbst bei der Horn Circle Hotline, dass ich rausgeflogen bin, bevor überhaupt jemand dran war. Aber das ist halt ein altes Problem bei der InTouch. Und da muss man halt einfach gucken. InTouch ist die Firma, eine Tochterfirma der Lufthansa, die diese Callcenter betreibt. Man versucht natürlich, die Kunden da in irgendeiner Art und Weise zu vertrösten und glücklich zu machen. Und wir haben ja auch Fälle, wo wir Antworten nach anderthalb Jahren bekommen für Kunden. Also das ist schon ein Riesenproblem. Aber ich kann... Also wer ein Ticket kauft für 22.650 Euro, und das ist halt das teuerste Ticket, was Carsten Spohr irgendwann mal gesagt hat, das ist in der ersten Klasse von Frankfurt nach San Francisco hin und zurück. Auch dieses ist ja ausgebucht, der ruft ja nicht bei der normalen Hotline an, der ruft ja bei der First Class Hotline an und da hast du ja schon einen gewissen VIP-Status und eine schnelle Durchmarschmöglichkeit. Das ist übrigens dieselbe Rufnummer, also beziehungsweise andersrum. Es ist nicht dieselbe Rufnummer bei Horn Circle, aber man kommt beim selben Team raus wie Horn Circle. Also insofern schon Leute, die wissen, wovon sie reden. Was ist eure Meinung dazu? Sagt ihr eher bei Lufthansa viel heiße Luft, wenig Fakten oder wie ist das? Wie sollen wir das bewerten in euren Augen? Lufthansa A380 ist ein Thema, was nie langweilig wird. Warum? Ganz einfach. Die ersten Scheißhausparolen sind ja die letzten anderthalb Wochen rausgekommen. Mario war ja auch auf einem Event, wo auch Carsten Spohr war. Und Carsten Spohr hat ihm gesagt, und ich zitiere hier so ein bisschen, er hat mir glaubhaft versichert, er weiß auch nicht, ob die A380 zurückkommt. Das hängt wohl in erster Linie davon ab, was Boeing kurzfristig liefern kann. Und jetzt ist es so, dass nach dem Lufthansa viele große Langstreckenflugzeuge halt wirklich... ja, einmal in Long-Term-Storage gesteckt hat, die 747-400er, die 340-600er, aber auch die 380er, davon 340-600er wieder rausgeholt haben, 747-400er wieder rausgeholt hat, hoffen einige von euch, ich übrigens auch, dass die 380 wieder aktiviert wird. Und man sagt schon, dass es kein Gerücht mehr ist, weil Mechaniker vor Ort sind in Spanien und über den Zustand der A380er philosophieren, geschaut wird, was man wirklich reaktivieren kann, wie lange das dauert, was die Kosten sind und. Aber man muss halt einfach gucken, welche Lösung kommt. Es gibt natürlich diese 3+1 oder 6+2 Lösung, heißt also 3 Fliegen, eine als Ersatz oder 6 Fliegen, 2 als Ersatz. Wobei man natürlich wirklich sagen muss, es liegt an Boeing wahrscheinlich, weil die Boeing 777-300er soll eine Alternative zu 380er sein. Ehrlicherweise, es ist keine Alternative für das Flugzeug selber. Aber es ist halt einfach, dass man diese Flugzeuge in der Konzernflotte hat. Und wenn man jetzt diese Flugzeuge, die 390, vielleicht kommt ja bald ein 390er, also der 380er, dass der 1000 Leute Personal braucht, heißt also Fliegen, Cockpit, Kabine und. Das würde man bei der 777-300 nicht so brauchen, weil man da die Kolleginnen und Kollegen der Fliegenden einfach rumschulen und umschulen könnte. Und die 5 kurzfristig verfügbaren 787 hat man bei Lufthansa zwar auch noch nicht bekommen, da wartet man ja auch seit Dezember drauf. Aber wenn man halt guckt, vielleicht sind die Strafzahlungen ja das, was die 777-300 bei Lufthansa dann billiger machen werden. Und ich sagte ja, 777 fliegen ja im Lufthansa-Konzern bei der Swiss schon. Und man muss halt wirklich Kapazitäten schaffen, aber sind die Kapazitäten wirklich der Flaschenhals bei den Fluggesellschaften? Ich habe eher das Gefühl, der Flaschenhals sind die Flughäfen.
Und auch wenn man den Beitrag, den ich eben von Stefan da eingeblendet habe, gezeigt habe, das ist der Flughafen. Ich meine, was nützt es, wenn wir mehr Flugzeuge haben, aber die Leute da nicht mehr mit fliegen können, weil sie nicht ins Flugzeug reinkommen. Also insofern Kapazitätserhöhung parallel am Flughafen und auch am Gate selber machen. Kommentiert unten übrigens, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Lufthansa Miles & More, noch eine Aktion, auf die ich hinweisen möchte, wenn ihr in der Schweiz lebt. Da gibt es eine Aktion, die nennt sich Genuss hoch 10. Was gibt es Schöneres, als einen entspannten Sommerabend bei gutem Essen und ihrem Lieblingswein ausklingen zu lassen? Profitieren Sie zudem vom 9.6. bis zum 26.6. von 10-fachen Meilen einer Gratislieferung bei einer Weinbestellung ab 300 Schweizer Franken. Also ihr bekommt 10-fache Meilen beim Weinkauf, über 2000 Weine aus aller Welt zur Auswahl, gratis Lieferung. Das ist wichtig, dass ihr das macht. Die Miramien-Meilen werden gut geschrieben innerhalb von 2 Wochen nach Ende der Meilenaktion. Wer von euch macht das in der Schweiz und hat sich schon Weine bestellt, um da die 10-fachen Meilen zu bekommen? Wer ja Wein trinkt, und ich gehöre da nicht zu, kann da natürlich sparen. Vielleicht gibt es da auch noch andere Sachen. Vielleicht können es ja auch Spiritosen sein. Ich weiß es nicht, ob es unbedingt Wein sein muss. Aber das wäre so ein Vorschlag. Dealzone haben wir heute auch. Jetzt sage ich euch natürlich, wo es gehen geht, und zwar nach Seoul, nach Südkorea. Abflugort wäre London. Der Flugpreis ist eigentlich in meinen Augen das Spannende, 1750 Euro. Buchungsklasse ist P, es gibt keine Restriktionen. Man muss höchstens 30 Tage vor Abflug buchen, 8 Tage. Minimumaufenthalt 12 Monate, Maximum ein Stopover ist in jede Richtung erlaubt, sind 100 Pfund. Umgerechnet sind das ungefähr, keine Ahnung, 110, 115 Euro. Ticket ist natürlich nicht stornierbar, aber einige Änderungen sind erlaubt. Ihr müsst natürlich immer daran denken, dass bei den Änderungen ganz klipp und klar da Gebühren anfallen können. Und ja, wie heißt das so schön? Tarifänderung, Tariferhöhung. Gut, was gibt es noch zu sagen, wenn man den Tarif vergleicht? Mit der LOT geht es vielleicht einen Tucken billiger, aber LOT ist ja, ich weiß ja nicht, wieder bei euch Schläge bekomme, ein rustikaleres Produkt. Die Lufthansa ist jetzt nicht weniger rustikal, wenn man da ist. Aber wichtig sind die Meilen für euch. Heißt also, wenn man dann über München fliegen würde, dann gibt es hier bei dem Ganzen bei Air China 18.886 Meilen, bei Singapore Airlines 14.658 oder 12.066 Meilen bei Lufthansa zuzüglich den 25% und zuzüglich dem Faktor 1,5, wenn ihr nach dem 1. Juli fliegt. Das ist ja die neue Aktion. Wer noch bei den Freunden von SAS fliegen möchte, kriegt dieselbe Anzahl. Das sind dann auch 12.056. Ja, heute wieder im Schweinsgalopp durch die Lufthansa Group Update vom Frequent Traveler Circle Takeoff. Danke, dass ihr heute dabei wart in der heutigen Ausgabe. Ich hoffe, dass für euch was Spannendes dabei war. Und wichtig, denkt dran, am 21. ist Stammtisch schon wieder in Berlin. Ganz genau, am 21. Stammtisch in Berlin im Hyatt, im Grand Hyatt, wie immer. Und was hatte ich noch zu sagen? Abonnieren, Glocke an, kommentieren und ein Like da lassen. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV, und sehe euch dann bis morgen in der nächsten Ausgabe. Also bis dann, ciao.